Schläge der Niedergeschlagenen. Quälende Zweifel am unerschütterlichen Glauben überfällt Feinde im Wirkungsbereich und verringert ihre Nahkampfgenauigkeit und die Reichweite ihrer kritischen Treffer. Grässliche Segnung. Verstärkt die Entschlossenheit aller Verbündeten im Kampf, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers. Okay. Säule des Glaubens. Beschwört eine Säule göttlichen Urteils, die Feinde im Wirkungsbereich Schmetterschaden zufügt und sie niederstreckt. Gebet gegen Hemmung. Befreit Verbündete im Wirkungsbereich vor Einschränkungen. Gewährt einen Bonus gegen Angriffe mit behindernder oder bewegungsunfähiger Wirkung und verringert die Dauer jener aktuellen Wirkungen auf dem Ziel. Mittlere Ausdauer wiederherstellen. Abwehrsiegel generiert ein magisches Siegel, das einem Schwall elektrische Energie explodiert, wenn ein Feind es berührt und ihm Elektroschaden zufügt. Wachsame Präsenz. Segne Verbündete mit Hilfe einer mitfühlenden Seele, was eine Heilwirkung erzeugt, wenn ihre Ausdauer gering wird. Okay, klingt auch gut. Wie sieht es bei ihm jetzt mittlerweile aus? Die kann er auch immer noch nur viermal pro Rast wahrscheinlich, genauso wie die da. Und das sind die Stufe 4 Zauber, okay, 3 Zauber, okay. How may I help? Du bist als nächstes dran, Kumpel. Wissen, Athletik. Feuerball. Beschwört ein Feuerball aus geschmolzener Erde herauf, der über dem Ziel explodiert und bei einem Wirkungsbereich Verbrennungsschaden verursacht. Klingt schon mal nicht schlecht. Lingrads verlegtes Bild führt dazu, dass der Zauberwirker versetzt erscheint, wodurch dessen Abwehr und Reflexe für die Dauer erhöht werden, also verschwimmen. Minolets abprallende Fluggeschosse beschwört 3 Geschosse, die das Ziel durchbohren und auf jeweils 2 zusätzliche Ziele überspringen, also so eine Art Kettenblitz. Klingt gar nicht mal so schlecht. Giftige Explosion. Ringgrims abstoßendes Antlitz. Das Gesicht des Zauberwirkers wird zu einer albtraumhaften, verrottenden Maske, aus dem Insekten zerfressenem Fleisch und anderen Bildern heraus unaussprechlicher Schrecken, wodurch alle Feinde der Umgebung geschockt werden und erkranken. Böse Verwundbarkeiten bloßstellen. Deckt für alle unsichtbar die Schwachstelle des Feindes im Kampf auf, wodurch dessen Schadensreduktion, Abwehr und Konzentration verringert werden. Knisternder Blitz. Der Wirker wird zu einem lebendigen Generator für einen mächtigen Elektrizitätsbolzen, der in einer geraden Linie herausschießt, von Wänden abprallt und einem seinem Weg Schaden zufügt, also der Blitzzauber. Konzelhaus entzieht die Berührung. Wir haben ja schon den abscheulichen Abfluss von ihm gefunden, hier oben, gell? Achso, den haben wir schon, den können wir nicht auswählen. Okay. Was macht der Zauber? Die Hand des Zauberwirkers wird zu einem giftigen Parasiten, der dem Ziel Korrosionsschaden zufügt, erschwächt und ihm einen Teil seiner Ausdauer entzieht. Nicht so wirklich. Feuerball hätte ich gerne. Und diese abprallenden Geschosse klingen cool. Weiter. Keine neuen Fähigkeiten. Erledigt. So, und jetzt noch zu dir. Ah, du brauchst auf jeden Fall Athletik. Einfach mal alle Punkte da reinstecken. Und wir können eine neue Phrase einbauen. Ein Dutzend standen der Macht des Heiligen gegenüber. Verringert die Dauer von und die Verteilung gegen verängstigt und verschreckt Effekten bei allen Verbündeten. Dauer 6 Sekunden, verweilen 3 Sekunden. Wohin sie sich auch bewegen, hinterlassen Verbündete eine gefährliche Eisspur, was Feinde zum Humpeln bringt und ihnen Frostschaden zufügt. Falle stellen, okay. Verringert die Nachladezeit und erhöht die Geschwindigkeit von Fernangriffen aller Verbündeten. Das klingt schon mal nicht schlecht. Der Fuchs des Bauern rannte und sprang. Verringert die Genauigkeit von Absetzangriffen von Feinden im Wirkungsbereich. Ne, ich nehme das hier.
höhere Fernkampfgeschwindigkeit. So, da müssen wir mal sein Lied ein bisschen ummodeln. So. Du bist schon eine zweite Phase. Ja, so lang wie die sind. Gut. Bauen wir das Ganze so ein. Du machst ja Tapferkeit und Wille hoch. Genau. Und du machst Bewegungsgeschwindigkeit und Reflexe hoch. Mhm. Das können wir gut gebrauchen. So. Gesang 1. Heißt das Ding jetzt Gesang 1? Jo. Heißt jetzt nicht mehr Marsch der so und so. Lassen wir einfach mal Gesang 1 drin. Ah ja, Phrasen. Okay. Ah. Gut. Oh, da hinten gibt es noch eine Ecke, die wir noch nicht untersucht haben. Dann machen wir das jetzt auch mal schnell. Und ja, Redwicks Burg schließe ich erst ab, wenn wir einen sechsten Gefährten haben. Fenris ist jetzt mal nicht mitgezählt. So, hier war nur etwas Schilf. So, nehmen wir den Weg nach Khet Nua. Da dürfte jetzt unsere Leuchthöhle etwas ausgebaut sein. Leuchthöhlenstandsetzung abgeschlossen. Okay. Mhm. Das heißt, wir können wieder was Neues machen. Westlicher Wachturm ist fertiggestellt. Das ist fertiggestellt. Das hat jetzt nur mein Prestige gesteigert. Ich hätte gerne noch was Günstiges, weil die Hauptburg ist mir noch zu teuer. Ja, jetzt kann ich die hier kaufen. Kostet einen Tag. Weil das andere erfordert Burghof oder westlicher Wachturm oder ähnliches. Hauptburg, jo. Deswegen kaufen wir das Hofbecken. Das klingt am besten. Und dann werden wir mal kurz in der Leuchthöhle rasten. Bevor wir weiterziehen. Ja, jetzt sieht die Leuchthöhle wenigstens schon mal von außen etwas besser aus. Und der Brunnen hier fließt wieder. Sehr schön. Gut, wie raste ich hier? Ich nehme mal an, ich muss dafür eine Etage höher, oder? Neue Karte, Leuchthöhle. Jo, ich könnte hier das Bett benutzen. Sag bloß, hier hat jeder irgendwie persönliche Truhen und so. Und das hier gefällt mir sehr gut, dass man hier das untere Stockwerk sehen kann. Eine Truhe. Die sind wahrscheinlich wirklich alle leer. Ja, wahrscheinlich einfach nur als Gimmick irgendwie. Ja, die sind alle nur so als Gimmick eingebaut oder als Lagertruhen, wobei ich ja so gesehen das Lager selber habe. Durch das Fenster auf der anderen Seite des Vorhangs sieht man auf ein Gewirr
überwucherter Hecken hinab. Ach ja, das ist der Irrgarten. Kein Bonus. Wir wollen rasten. 8 Stunden sind vergangen. Sehr gut. Wir sind alle ausgeruht. Das heißt, wir können jetzt durch das Osttor gehen. Immer auch auf der Hoffnung, mal noch einen Nahkämpfer zu kriegen. Oder noch einen Waldläufer mit Tier. Das wäre auch cool. 2 Wölfe, 2 Bären oder noch ein Bär oder sowas. Weil, wie ich ja bereits sagte, ich verzichte auf dieses Heldenerstellen. Das ist nicht ganz so mein Ding. Nebenbei, wir können bei ihm mal kurz das Ding hier von der Qualität erhöhen, wollte ich eigentlich sagen, aber dafür brauchen wir Pilgerkronen, nicht Adra. Okay. Dann geht's jetzt zu den Waldendebenen. 18 Stunden, da dürfte auch der Ausbau fertig sein. So. Nichts Neues zu berichten. Ausgebaut. Gucken wir mal kurz. Das müsste jetzt fertiggestellt sein. Genau. Bringt uns Prestige mehr. Feuerstelle als nächstes. Mhm. Mal wieder ein Friedhof. Jupp. Ich folge jetzt erstmal der Straße. Straßen sind toll, Straßen sind unsere Freunde. Außer sie sind übersät mit Räubern. Weil normalerweise habe ich irgendwie das Glück, an der Straße noch weitere Chars zu treffen. Hush, Itumak. We'll just wait a little longer. Und ich muss es ja unbedingt sagen. Hallo. Sagani. Eine mit Fellen und Leder bekleidete Zwergenfrau lehnt sich gegen den Wegweiser nach unten gerichtet. Ihre Augen werden von einem dicken Streifen Gesichtsfarbe verdunkelt. Mit einem Messer mit Walrosszahngriff schärft sie eine knöcherne Pfeilspitze ihre Aufmerksamkeit einem Bärfigürchen zwischen ihren Füßen. Ein bei ihren Fersen stehender großer Fuchs mit weißem Fell schaut auf, als du dich näherst. Easy, Itumak. It's not him. Ruhig, Itumak, es ist nicht er. Auf wen wartest du? I'm looking for a very, very old friend. I'm not sure what skin he's wearing now, but I'll know him when I see him. Kurzversion, ich suche nach einem sehr alten Freund. Ich weiß nicht, wessen Haut er heute trägt, aber wenn ich ihn sehe, werde ich ihn erkennen. Dein Freund soll sich hier mit dir treffen? That's what I heard. Of course, the man who told me so was carrying a staff he claimed was made from dragon bone. But I know Whitewood when I see it. That should have been my first clue. But I had to try something. Genau, das habe ich auch gehört. Aber der Mann, der mir das sagte, behauptete auch, dass der Stab, den er bei sich trug, aus einem Drachenknochen geschützt wurde. Durenz. Aber ich erkenne Weißwurst, welches sehe. Nein, Durenz Stab ist verkohlt. Sie rollte die Augen nach oben und schüttelte den Kopf. Das hätte mein erster Hinweis sein sollen. Aber ich musste etwas ausprobieren. Nochmal, was hat diese Fremde mit deinem Freund zu tun? Here we go. I'm from an island to the far south called Nasitak. I came here looking for a village elder. A man we knew as Persok. I'm a hunter back home, so tracking someone wouldn't normally be a problem.
but Persak's trail is cold, to say the least. Die lange Version. Na gut, los geht's. Ihre Schultern heben und senken sich, als sie tief einatmet. Ich komme von einer Insel weit im Süden, die man Nasitak nennt. Ich bin auf der Suche nach einem Dorfältesten hierher gekommen, einem Mann, den wir als Persok kannten. Zu Hause bin ich eine Jägerin, deshalb fiel es mir unter normalen Umständen nicht schwer, jemanden aufzuspüren. Aber Persoks Spur ist gelinde gesagt kalt.